Die Fahrzeughersteller entwickeln für ihre Fahrzeugmodelle eine Vielzahl verschiedener Bordcomputerfunktionen. Für die Fahrzeugsoftware der Opel-Modelle ist unabhängig von der jeweiligen Ausstattungsvariante jede Bordcomputerfunktion in der Software für die Instrumente bereits vorhanden. Opel verkauft seine Fahrzeuge mit verschiedenen Ausstattungen. Funktionen des Bordcomputers, die nicht zur gekauften Ausstattung gehören, werden bereits bei der Fertigung des Fahrzeugs abgeschaltet. Trotzdem befinden sich diese stillgelegt in den Steuergeräten des Fahrzeugs. Deshalb ist in den unterschiedlichen Versionen eines Modells stets auch eine unterschiedliche Anzahl an Bordcomputerfunktionen verfügbar. Das ist abhängig von der von Ihnen gekauften Ausstattung. Diese Einstellung kann der Fahrer selbst nicht beeinflussen. Ich kann diese Funktionen in fast allen Opel-Modellen problemlos nachträglich freischalten. Dabei wird ein Diagnosegerät mit Ihrem Fahrzeug verbunden, es werden keine Umbauten nötig und es müssen keine Sensoren nachgerüstet werden. Sie können dann alle Bordcomputerfunktionen dauerhaft nutzen, als wäre das Fahrzeug mit dieser höherwertigen Ausstattung gekauft worden. Es wird keine fremde Software in Ihrem Auto installiert. Alle Funktionen entsprechen vollständig den Originalen, die auch im Handbuch beschrieben werden. Denn es sind die originalen Bordcomputerfunktionen, die Sie als Fahrer jetzt uneingeschränkt benutzen können.